Jetzt fahren wir dann los. Der Motor ist auch nicht mehr der Mist. Habe ich eine gute Idee? Sie will die Spule schleifen. Ja, weil die da hängen bleibt. Dass sie scharf wird und die Schnur ab ist danach. Bin ich perfekte Fischerin. Tradeln tut es wieder. Ah ja? Ich habe ja einen roten dort, willst du schon sehen. Hast du wieder einen silbernen Pilger dort? Du sollst doch einen roten nehmen, Thomas. Ja, mei, ich mag ja keinen Ärger mit der Leiche haben. Fangen Fisch, dahinter werden wir jetzt gleich nass. Ja, mei, so schnell geht das nicht. Dorsch, ja. Okay, warte mal schnell. Meine Meckerkiste. Was heißt der Meckerkiste? Du hast gerade beim Film einen Scheiben ausgeschlagen. Thank you.
Freistehen hier im Süden von Norwegen wird immer schwieriger. Aber solange es so wunderbare Campingplätze, sprich Stellplätze gibt, sind wir zufrieden. Und, hast du schon was gefangen? Ja, Makrele. Gut. Eine ist mir ausgekommen und einen Köhler, den habe ich dann reingeschmissen, der war zu klar. Lauter Makrelen, das sind meine Lieblingsfische, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja. Nein, mach das nicht. Heiß, 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 heiß. Du weißt schon, dass unsere Tiefkühle voll ist? Ja, ich habe jetzt aufgehört. Und dann die Reichern. Ein Teil eingefroren und ein Teil gleich essen. Wie viel hast du? Keine Ahnung, so 15. Okay, dann schauen wir mal, wie wir die noch unterbringen. Hast du mit dem knoteten Fisch den Schlager? Wie beschäftige ich meinen Mann? Willst du das echt noch auseinanderbringen? Ja, ja. Wer ist denn da der Schwab von uns zwei? Ja, nee. Das kostet auch 2 Euro. Du machst so ein Gesicht noch. Wir haben noch nichts zu essen gekriegt. Und zu viele Menschen sind unterwegs. Zu viele Menschen, ja. So nah haben wir einen Strom noch nie gehabt. Ohne Verlängerung. Geräucherte Makrele, das schaut ja lecker aus. Wenn in der Zeit du das in der Dusche vergisst, dann vergisst du beim Spülen das Spülmittel. Ja und?
was braucht man auf dem Friedhof? Das ist doch praktisch. Schön. Eigentlich hat das Kloster geschlossen, aber jetzt war der unser so nicht der Mönch, der hat gesagt, geht ruhig durch. Jetzt wandeln wir allein durch die Gemäuer. Geldkassette von der spanischen Armada von 1588. So mag ich den Andrang. Mir und sonst keiner. Da ist Munitionsaufzug. Jetzt bin ich wieder darauf, dass ich ihn unterkugeln kann.
da und der geht nicht kaputt. Okay, gesehen. Wäre noch nachstehen. Jetzt geht's vorbei. Komm, hopp! Das ist unser letzter Campingplatz, kurz vor Christiansand. Heute weint leider der Himmel, wahrscheinlich werden wir morgen mit der Fähre abfahren.